So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Beim letzten Mal. Ja, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Ich bin nämlich gerade noch ein bisschen am Folgen rummogeln. Also offiziell Stand, der Richter ist noch nicht besiegt. Aber ich werde die Folge erst nach dem Richter hochladen. Damit ich dann all diese Superbosse in Final Fantasy X alle in einer Reihe habe auf meinem Kanal. Deswegen, Richter ist noch nicht besiegt, aber die Folge kommt erst nach dem Richter. Und danach geht es mit Sinn weiter. Denn wir haben die Omega-Grotte noch gar nicht fertig erkundet, wie mir so aufgefallen ist. Und das wollte ich auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Weil die Omega-Grotte selbst hat nämlich noch ein bisschen Story gehabt, glaube ich. Mehr oder weniger. Also Schätze gibt es auf jeden Fall noch. So ein Final-Elixier würde ich schon stabil finden, aber das kann ich mir jetzt auch klemmen. Mist. Damit sind die Schätze schon mal für den Müll. RIP. Oh ja, aber zwei Zeitsphäre-Ruinen. Dafür hat es sich doch gelohnt. Oh. Hallo. Waren wir hier schon mal? Wir haben schon mal den kleineren versucht zu bekämpfen von den zwei Bossen hier drin. Aber da war irgendwas mit dem Clown nicht so ganz richtig. Oh Junge, vier Schätze. So viel dazu. Vier Schätze, ja. Das hat super funktioniert. Tschüss. Tschüss, Schätze. Wieso ist die Grotte so groß? Okay, hier geht's zu dem Boss. Okay. Machen wir den halt direkt. Ist auch in Ordnung. Ich kann mich jetzt auch danach holen. Ach, los, komm. Machen den direkt, was soll's. Da haben wir den direkt hinter uns. You're kidding. Was läuft? So, ich block mal kurz durch. Da block ich lange durch. Komm, direkt vernichten geben. Ohne Clown oder irgendwas. Oh, wow. Der sah ja gefährlich aus. Damn. So eine Todesanimation, da ich einfach geone-shottet habe. Wir hätten eigentlich viel früher angehen sollen, aber. Der Gegner danach ist zwar schon ein bisschen stärker, aber. Na, auch nicht wirklich. Oh, ein Mythoswappen. That was not Omega. Just a shadow, born from Omega's wrath. What, so the main man's still around? Come on out, Omega! When we meet, I will send it. Okay. Omega war der Typ aus der Grotte hier anscheinend oder so. Ich habe die Story dahinter schon völlig vergessen. Okay, und das ist auf jeden Fall ein neuer Teil der Höhle. Wow, okay. Was, darf ich die ganzen Low-Levels besiegen oder was? Die waren schon kaputt, die Konter von Tidus. So stabil. Oh Junge, so starke Gegner. Oh Gott, bis da runter geht's. Oh, ein Freundsphäroid. Na, dafür kann man schon mal seine Gegner besiegen. Das lohnt sich. Das Spiel wird ganz auf dem Schirm, dass ich die Monsterfarm schon. Oh, Morbol. Okay, na, ich hab Schleifen. Kein Problem. Ich hab ja Schleifen. Die Morbols interessieren mich überhaupt nicht mehr. Ach, ist das klasse. Oh, aber zwei Grabwachen, das wäre in der Regel schon relativ ekelhaft. Also ich glaube, wäre ich doch direkt hergegangen, als ich zum ersten Mal gegen den Kleinen gekämpft habe, gegen den kleinen Omega. Dann hätte man mich hier doch relativ mies zerlegt. Zumindest die zwei Grabwachen das Potenzial gehabt, glaube ich. Oh, gleich zwei von denen, das habe ich auch nicht gesehen. Oh, Todesurteil. So krank, fünf Runden. Und die haben sogar einen Schatz bei sich. Naja, egal. Was kann da schon drin sein? Schon wieder Morbo. Eigentlich ein ziemlich cooler Ort. Schade, dass ich ihn gerade einfach so kaputt wasche. Wo ist es jetzt überhaupt so kartentechnisch gesehen? Ich meine, das Ding wollte wohl einfach in einem verdammten Vulkan drin sein, oder?
Sind wir weiter? Oh, schon wieder sind alle Mannheimer. RIP. Hier hätte man bestimmt gut leveln können. Gibt's 10 Jahre Wege? Nee, okay. Hallo. It seems we rate his personal attention now. Okay, einfach rein da. Was geht ab, Kollege? Wieder die epische Bossmusik, aber ich kann mal kurz alle durchblocken, weil Kimari muss sich ja einmal ausfällt. Insofern es denn dazu kommt. Habe ich noch zufällig offen? Ah, hier Omega Weapon. Supernova, sobald das kommt, muss ich Kimari einwechseln. Jo, ich hoffe, dass es kommt irgendwann mal. Ich muss einfach für Fares und warte, bis es kommt. Okay. Supernova. Angriff. Hätte für 100.000. Aber ich block trotzdem durch. Ah, wir können gar nicht blocken mit Nukleonenergie. 47 Damage. Wahnsinn. Lichterregen. 32 Damage. So, mach die Supernova bald mal. Nein, immer noch nicht. Komm, mach die Supernova, damit wir den Kampf beenden können. Okay, da muss ich vielleicht erst ein bisschen leiden, damit er das macht. Aber so viel HP hat er auch nicht, also ich muss aufpassen. Nein, mach doch mal die Supernova. Tu es. Schon wieder nicht. Supernova, tu es. Mann, da wird er auf unser Fares zerlegt. Supernova. Was ist mit ihm? Boah, normaler Angriff für 5 Damage. Wahnsinn. So, kannst du jetzt bei die Supernova einsetzen, Omega? Sonnenstrahlen. Es sieht schon fast ein bisschen aus, als ob es das gewesen wäre, aber ich bin mir nicht sicher. Hier. Oh Gott, wie lange habe ich nicht mehr eingewechselt? Das ist ein Dragonik, ist das? Ah, Kimari jetzt immer nur Valiant, okay. Dann ist er jetzt entbehrbar. Tschüss, Penner. Und er dachte, der kann vielleicht was. Nee, 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 so nicht. Find your peace on the far plane. Leave Spira to the living. Und das kommt von dir, Auron? Ernsthaft? Du, der selbsten Toter ist? Hätte ich den mal eher besiegt, da hätte ich mir so viel Scheiße mit dem Bestechen sparen können. Oh, und wir sind wieder ganz am Anfang. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Na gut, dann erkunden wir noch kurz den Rest der Höhle, schon wieder vor allem. Damit er noch dieses komische Siegel öffnen kann. So, hier gab es auch wieder erfolgreich nichts. Das ist so ein komischer Gang. Okay, da kommt man hier raus. Ja gut, so erkennt man wenigstens, wo man schon war. Okay, das ist wohl mehr eine Aussichtsplattform. Mit dem Kristall kann ich nichts machen. Okay. Mal schauen, wo es überall lang geht. Achso, hier lang. Hier ist nix. Ah, hier geht's weiter. Oh, was ist das denn für eine Kamera an sich? Jung, macht's doch mal höher oder weiter oder irgendwas. Oh, der 4 Sphero Pass. Danke, Spiel, dass ich es jetzt bekomme. So nett. Dum, 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 dum. Okay, weiter los. Okay, mehr gibt's ja auch nicht.
Huch. Kann ich drüber springen? Nein, ich bin noch darüber. Hä? Kann ich da echt nichts machen? Oder war es jetzt nur so eine Zwischensequenz, um zu zeigen, dass es darunter geht? Ich würde gerne mal das Ding anreden. Jetzt, wo Omega fort ist. Nope. Okay. Die Kamera ist ja mein größter Feind. Kann ich da nicht irgendwie runterspringen? Vielleicht geht es noch irgendwie weiter. Auf der rechten Seite oder sowas. Okay, hier komme ich erstmal noch weiter runter. Ah, hier ist noch so ein Segel, das ist noch aktiviert. Oder? An der Wand erscheint ein Symbol. Cool, was mache ich damit jetzt? Kann ich damit das andere jetzt auch aktivieren? Ich guck mal noch kurz hier rein. Ah, okay, ist wieder der Teleporter. Hier und was? Nee. Das Ding ist. Ah, oh, jetzt geht's anscheinend an. Vielleicht repariert das ja hinter mir irgendwie die Steine. Wer hätte es erwartet? Okay, nett. Genau. Baue den Weg erstmal fertig, während ich hier komme. Machst du gut so. Oh, für einen einzigen Schatz. Was gibt's? Ein Teleport zur Ruinen. Ach, danke, Spiel. Ach, danke. Was hätte ich ohne gemacht? So, ich gehe jetzt nochmal an den Punkt, wo wir gerade Omega bekämpft haben. Nur um zu checken, ob es irgendwas gibt. Okay, ist schon mal nichts weiter. So, ich hoffe, ich muss nicht gleich nochmal so ein Monster durchprügeln. Das wäre sowas so nicht stabil. Okay, perfekt. Kann einfach durchrennen. Und gibt's hier irgendwas zum Belang? Oh yeah, ich hab's gewusst. Und das ist es. Ein Magiesphäroid. Ach danke, Spiel. Ach danke. Das hätte ich nur ohne gemacht. Sinnlos. Na gut, eigentlich nicht schlecht. Wäre ich eher hier gewesen. Aber gut, was willst du machen? Tja, dann bleibt mir echt nur der Weg nach draußen. Insofern das Spiel mich auch wieder rauslässt. Ich habe nämlich gar keinen Rückteleport gesehen. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Es gibt ja keine Speichersphäre-Ruinen. Achso, ja, gut. Ich habe den grünen Punkt auf der Karte vermisst. Okay, jetzt bin ich wieder ganz normal hier. Ja, und damit sind wir mit den Omega-Ruinen noch eigentlich fertig, so von der Sache. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt noch irgendwas erkunden müsste, aber nee. Das sieht doch eigentlich... Ist das wieder abgebaut? Ha. Das sieht doch eigentlich alles recht fertig aus hier. Nö, ich denke, ich kann den Ort jetzt beruhigt verlassen. Schön. Einfach nur schön. Schade, dass ich nicht aus der Höhe einfach rauslaufen kann. Ja gut, dann, ja, das war es, eine kurze Folge, aber naja. Zwischen all den anderen langen Folgen passt es schon irgendwie. Und daher ist schon in Ordnung. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir entweder, wenn die Sapphire den Richter machen oder zu Sin gehen. Eins von beiden wird passieren. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.